Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 22. Und ja, Leute, die Situation ist folgende und ich habe mir eine Sache überlegt. Wir sind 14 Punkte hinter Crystal Palace, die ein Spiel weniger haben. Das heißt, selbst wenn ich 6 Spiele gewinnen würde, wenn man realistisch ist, das passiert nicht. Wenn ich 6 Spiele gewinnen würde, hätte ich 18 Punkte. Müsste darauf hoffen, dass Crystal Palace in den letzten 7 Spielen weniger Punkte holt als 4 oder Newcastle halt weniger Punkte als 3 und so weiter und könnte dann in Liga 1 bleiben. Die Wahrscheinlichkeit ist, wir sind abgestiegen. Hör mir auf zu labern. Wir sind abgestiegen, vor allen Dingen, wenn man sich die Gegner anguckt. Arsenal, Brighton, okay, dann spielt man nochmal gegen Palace, Brentford, ja. Aber Liverpool, Leicester, das wird nichts mehr. Wenn man ehrlich ist, das wird nichts mehr. Und deswegen entscheide ich mich für folgendes Szenario. Ich bin keiner, der das eigentlich mag, zu simulieren etc. Also bei FIFA zumindest nicht. Aber ich werde die restlichen Spiele jetzt simulieren, weil es ist eh durch, es geht um nichts mehr. Ich würde sonst, wenn ich jetzt jede Folge 2 Spiele zeige, hätten wir jetzt noch 3 Folgen, wo wir aber schon wissen, ey, wir sind abgestiegen. Und das ist dann einfach nur 3 Folgen, wo eigentlich theoretisch inhaltlich nichts mehr passiert. Das finde ich auch nicht cool. Deswegen simuliere ich das jetzt und dann werden wir gleich mal herausfinden, ob ich bleiben darf oder gefeuert werde. Werde ich gefeuert, gibt es eine neue Karriere, ohne Wenn und Aber. Wenn ich bleiben darf, gehe ich in die zweite Liga mit diesem Team. Dann werden wir uns in dieser Folge auch damit beschäftigen, wer soll gehen, wer darf bleiben, machen eine Kaderanalyse, was spielen wir vielleicht nochmal für Systeme und, und. Wir gehen ins erste Spiel, wir gucken mal in die Schnellsimulation rein. Was passiert? Hey, wir gewinnen sogar. Wir gewinnen sogar. Es wäre sogar gut, wenn wir 2 Heimspiele noch gewinnen, dann hätten wir wenigstens ein Ziel nochmal erreicht, ne? Wir haben es sogar gewonnen, das ist immerhin was Schönes. Wir gucken mal. Leistung natürlich noch, ein Spieler ist verletzt. Na super, Pope ist erstmal für 7 Wochen verletzt. Das ist natürlich schade. Ist dann erstmal so. Crystal Palace hat ihr Spiel verloren, okay. Wenn wir das jetzt in der Simulation bleiben, in der ersten Liga zu Dingens, dann breche ich die Folge hier ab, sage ich euch ehrlich, und springe nochmal auf diesen Zeitpunkt zurück, denn wir sind abgestiegen. Also, das lasse ich jetzt nicht die Simulation damit regeln, dass wir doch in Liga 1 bleiben und auf einmal gewinnen wir noch ein Spiel. Okay. Wir gucken mal. Stellt euch mal vor, die Simulation gewinnt jetzt jedes verdammte Spiel. Dann hoffe ich trotzdem, dass wir dann unten bleiben, sage ich euch ehrlich. Und ich brauche keiner. Aber selbst wenn wir alles gewinnen, dann müssten ja alle anderen ja auch wirklich komplett abscheißen, ne? Gegen Crystal Palace können wir sogar gerne nochmal gewinnen, dieses eine Heimspiel. Dann hätten wir nämlich 5 Heimspiele die Saison gewonnen und hätten ein Ziel erreicht. Das würde dann halt bedeuten, dass man da... Na gut, das verliert man sogar gegen Palace. Damit ist es jetzt sogar offiziell der Abstieg. Müsste jetzt eigentlich offiziell sein. Gucken wir mal. Sind jetzt bei 3 Spielen 11 Punkte. Ja, der Abstieg ist jetzt offiziell. Also, was ja klar war, dass wir absteigen. Zack. Und zwar können wir nochmal kurz... Wir sind bei 54%. Also entweder wir werden echt gefeuert oder wir kriegen nochmal die Chance. Erreiche eine Serie von 5 Siegen in Heimspielen diese Saison. 3 von 5. Aber wir haben doch noch ein Heimspiel gewonnen. Na gut. Es geht weiter, Leute. Ich bin auch echt gespannt, was passieren wird. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ja. Scouting-Berichte und Co. lassen wir jetzt erstmal. Tyler Adams, ja. Das lassen wir jetzt erstmal alles so laufen. Das lassen wir jetzt erstmal alles so laufen und gucken einfach nur, wie es endet. Ob wir dann Vorletzter, Drittletzter oder Ganzletzter sind, ist da irrelevant, sage ich euch ehrlich. Auch gegen Brentford verlieren wir. Es bleibt also realistisch, dass wir weiterhin verlieren. Ich hoffe, ihr findet es auch okay mit dem Simulieren, aber es wären sonst einfach inhaltslose Folgen. Ihr seht es ja, wir sind unten. Wir sind abgestiegen. Ist halt nur die Frage, ob die uns halt lassen, ne? Ob die uns lassen. Wenn nicht, werde ich eine neue Karriere machen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich bin aber selber sehr, sehr gespannt, Leute. Ich nehme euch auch wirklich so mit. Weg mit dir. Vielleicht nicht, dass wir hier sonst Juwele verlieren, ne? Die können erstmal alle weg. Ja gut, der kann sowieso weg. Oh, der ist interessant, aber ist erst ein Monat. Der darf noch weiter gescoutet werden.
Ach ja, bin ich mal gespannt, Leute. Nein, den wollte ich nicht verpflichten. Ich hasse das, wenn das kurz mal hakt bei FIFA, ne? 3 Monate schon, 16, ja, komm. Der ist auch weg, okay. Weg mit euch allen. Boah, der könnte interessant werden, ne? Der hier auch. So. Erstmal hier alle wegkicken. Dieses ganze Organisatorische. Können wir noch was hier jetzt in Schottland so ist. Da haben wir, glaube ich, gar keinen guten Spieler gefühlt, ne? Aus Schottland. Der kann auch weg. Der hatte zu wenig GS, ne? Weg. 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 Ich hau die jetzt erstmal alle weg. Oh, der ist krass. Auch wenn er wenig Potenzial hat. Der hat bis zu einem 73er Rating. Dann kann ich jetzt zum Beispiel den Typen hier komplett weggeben, ja. Der hier kann auch weg mit seiner 52er Wertung. Die hier auch, auch wenn sie vielleicht mehr Potenzial haben, aber wenn du nicht mindestens ein bisschen mehr hast, so er hier mit einer 18, ne? Ja, der 18 Jahre alt ist, aber dann so schlecht ist. Na gut. Zack. Gehen wir weiter vor. Gehen wir weiter vor, jetzt gegen Liverpool. Okay, McQueen geht nicht zu Göteborg. Die letzten beiden Spiele, Leute. Die letzten beiden Spiele. Verlieren wir, das ist okay. Gegen Pool kannst du mal verlieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir gleich gefeuert werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird leider passieren. Wie hieß der? Beatty will seinen Vertrag auflösen. Er ist 18, hat eine 1 und ja, der kann ruhig gehen. Ciao. Okay, das letzte Spiel. Ich kann auch mal gucken nach Jobangeboten. Da gibt es halt leider nichts mehr, weil wir keine gute Saison spielen. So, Leute. Jetzt die große Entscheidung. Wir spielen gegen Leicester. Wir sind abgestiegen. Wir verlieren das nochmal. Jetzt bin ich gespannt, wie die Wertung ist. Ich bin mal gespannt. Ich glaube leider, es wird passieren. Wir haben nochmal 122 Millionen Preisgeld bekommen, einfach krank, ne? Nur weil man in der PL, nur weil man in der Premier League spielt. So, jetzt gehen die. Jetzt gehen so ein bisschen die Tage ins Land, ne? Jetzt gehen die Tage so ins Land und jetzt wird's interessant. Nochmal der Jugendbericht hier. Es wird interessant, Leute. Wir stehen beim 45er Rating. Ja, auslaufende Spielerverträge. Es wird interessant. Wir stoppen mal kurz, weil jetzt dürfte überall die Saison durch sein. Dann gucken wir uns nämlich auch mal die anderen Tabellen an. Erstmal in der Premier League. Wir sind als Letzter abgestiegen. Also wir sind Letzter geblieben, zusammen mit Watford und Brentford. Newcastle auch fast runter. City nur auf 7. United 5. Everton auf 4. Und Leicester wurde Meister. Junge. Glückwunsch an Leicester City, die einen Punkt vor Liverpool und Chelsea Meister wurden. Everton mit 75 Punkten. Also eine wahnsinnige Saison. Den FA Cup hat Man City gewonnen. Okay, also immerhin sind sie europäisch vertreten. Genauso wie West Ham, die den Carabao Cup gewonnen haben. Super Cup ging an Villarreal. Manchester City ist doch in der Champions League, weil sie im Finale gegen United die CL gewonnen haben. Krank. Also Man City holt Titel, auch wenn sie in der Liga halt nicht gut performt haben, haben sie endlich den Titel geholt. Und United ist nicht in der Champions League, weil sie das Finale verlieren. Bitter. Europa League. Leicester City, was ist das bitte für eine Saison? Meister und Europa League. Junge, Leicester City rasiert komplett. Und hier Spartak Moskau, die Europa Conference League, okay. Oh, der FIFA World Cup. Aber da ist noch nichts passiert. Okay. Ist halt eh schade, dass es so wenig Dings gibt, ne? So wenig Nationalmannschaft in diesem Teil. Dadurch ist das noch uninteressant. Wir wollen natürlich auch noch kurz in die anderen Ligen gehen. Also ich will es nochmal kurz durchgucken. Ich gucke mal in die interessanten Ligen. Bundesliga. Bayern wie immer Meister, okay. Wer ist abgestiegen? Fürth, Freiburg und Augsburg, okay. Zweite Bundesliga. Schalke, Werder, Nürnberg, okay.
Aber die dritte Liga und so interessiert mich jetzt nicht. Championship, wer ist denn hochgekommen? Bournemouth mit 106 Punkten. Reading und dann gab es hier halt Playoffs, ne? Muss man sich gleich mal angucken. Ligue 1 hat Lyon gewonnen, okay, krass. Jetzt hier die Serie A. Napoli hat die gewonnen vor Juve und Milan. Und dann Lazio Inter nur auf Platz 6. Ja gut, Absteiger gibt es hier nicht, ganz vergessen. Ja, Holland und so finde ich jetzt nicht so interessant. Also ich wollte gerade sagen. Real Madrid, dann Barca, Villarreal und Atletico nur in der Euroleague. Junge, what the fuck? Kann ich mir nicht angucken, wer die Playoffs gewonnen hat in Dings? In der zweiten englischen Liga? Muss doch möglich sein. Oder laufen die vielleicht sogar noch? Vielleicht laufen die auch noch. Wir gehen nochmal kurz. Noch ein bisschen weiter bis hierhin. Jetzt müsste es aber auch mal beendet sein. Oder kann man sich die Playoffs gar nicht angucken, wenn man da nicht mit dabei ist? Ah, obwohl, warte mal, das müsste, glaube ich, bei uns gehen, wenn wir in unsere Tabelle gucken. Dann müsste es doch gehen. Ne, geht auch nicht, okay. Dann steigt halt irgendjemand auf. Okay, Leute, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wir beenden die Saison offiziell. Ich guck jetzt mal. Ja komm, ich hab doch drauf gedrückt. Es dauert jetzt. Sehr geehrter Herr Veloce, es sollte Sie nicht überraschen, dass wir mit den Ergebnissen dieser Spielzeit nicht so ganz zufrieden sind. Wir haben diverse Aufgaben verfehlt und haben und unsere Ziele auf und neben dem Rasen nicht erreicht. Wir hatten uns von Ihnen mehr Einsatz und bessere Resultate erhofft. Aber dennoch sind wir der Meinung, dass Sie eine weitere Chance verdient haben. Wir würden uns daher freuen, Sie auch nächste Saison als Southampton-Manager begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen der Vorstand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Ich darf in die Championship mit Southampton. Ja, Mann. Ja, Mann. Zweite Liga. Championship. Okay. Okay, die Serie geht weiter. Die Serie geht weiter. Nice. Ich bin froh, dass ich jetzt simuliert habe und dass man einfach jetzt das Ergebnis hat. Jetzt geht es natürlich darum, Kader ausmisten. Vorschläge natürlich gerne in die Kommentare für neue Spieler für die zweite Saison. Jetzt, wo wir in der zweiten Liga sind, natürlich gerne junge, hungrige Spieler. Aber ich muss kurz eine Analyse machen. Wem will ich ausmisten? Wer soll gehen? Wer soll bleiben? Wie sieht es mit dem einen oder anderen aus? Turnier ignoriere ich. Da habe ich keine Lust drauf, auf diese Statistikverfälschung. Ihr wisst es. Also. Wir sind hier am 1. Wir gucken mal kurz. Teamzentrale. Wir haben jetzt Pope, ne? Wir gehen mal auf Finanzen. Wir haben Mandanda, Foster und Pope. Wobei Foster hat keinen Vertrag mehr, ne? Geh mal 2-3 Tage vielleicht sogar vor, um ehrlich zu sein. Geh mal bis zum Montag, komm. Wir gehen schon mal 2 Tage vor. Dann sind nochmal 2-3 Sachen passieren dann ja auch immer noch. Leihspieler kehren zurück, etc. bla. Dann hat man den Kader komplett beisammen. Das dauert jetzt auch mal so ein bisschen. So. 5 Nachrichten. Erhöhung des Transferbudgets. Ihnen steht somit insgesamt ein Transferbudget von 79 Millionen zur Verfügung. Okay. Foster ist weg. Stevens ist weg. Spielerleihe von Adams ist beendet. Okay. Also, Leute. Also, wir gehen jetzt mal rein ins Team. Wir gehen rein ins Team. Das ist aktuell das Team. Torhüter Mandanda. Hoppala, jetzt habe ich hier. Pope und Mandanda. Hier ist halt die Frage, willst du mit Pope weitermachen oder nicht? Er hat mich nicht überzeugt. Mandanda ist ein guter Rückhalt, aber Pope hat mich nicht überzeugt, um ehrlich zu sein. Pope auf die Liste. Perau, hier haben wir ihn hier noch. Watkins, Small. Der ist aber auch erst 17, ne? Und Björkan. Hier kann man auch echt sagen, ne? Perau würde ich sogar eher noch hier behalten, ne? Lianko, Betnarek, Zagadou, Simeo, der kann erstmal komplett weg. Den gebe ich mal komplett frei. Mit dem kann ich nichts anfangen.
Salisu. Salisu soll definitiv bleiben, genauso wie Zagadou, der kam ja erst dazu. Bednarek ist halt auch so ein Spieler, 26 im besten Alter, aber den werde ich auch mal auf die Liste setzen, um einfach mit ihm Kohle nochmal zu machen. Walker Peters würde ich gern behalten, sofern er will, wenn natürlich ein krasses Angebot kommt, also auch allgemein auch bei Perau jetzt, ne? Kommt ein heftiges Angebot, dann wird man verhandeln und gucken, ob man ihn behält. Walker Peters würde ich gern behalten, aber erstmal. Dann hier Ramsay. Übrigens ist es auch nicht so unrealistisch, dass man in der zweiten Liga auch mal solche Spieler behält, ne? Ramsay ist hier mit dabei und eben Livramento. Das finde ich gut für die rechte Seite. McGinn kam halt auch erst neu dazu, ne? Den würde ich auch versuchen zu behalten. Redmond auch. Dann haben wir hier Ferry. Mit dem kann ich gar nichts anfangen. Gebe ich jetzt auch schon mal frei. Wilson soll sich natürlich weiterentwickeln, das ist klar. Ward Prowse, hier werde ich ihn nicht auf die Transferliste setzen, aber wenn ein fettes Angebot kommt, kann er natürlich auch gehen, ist logisch. Jetzt haben wir hier noch Watts, den kann ich nicht mehr freigeben, ne, ne. Der kommt auf die Liste, von Liste streichen oder... Achso, auf Transferliste, ja. Smellburn könnte Einsätze kriegen, Noble soll natürlich auf die Liste, 35 kann ich nicht gebrauchen. Armstrong auch mit seinen 30 Jahren hier, ist kein schlechter Mann. Genauso wie Reggie Wilson, da will ich aber Armstrong verkaufen, weil da ist auch kein Platz für ihn, um ehrlich zu sein. Stefan El-Sharawi kam neu dazu, wird erstmal bleiben, genauso wie Christiansen. Che Adams, sage ich euch auch, will ich nicht verkaufen. Kommt aber ein krasses Angebot, der hat so viele Tore letztes Jahr gemacht. Jetzt habe ich vergessen, euch die Statistiken der letzten Saison zu zeigen. Der hat so viele Tore gemacht, wenn es Interesse gibt, wird er auch gehen. Nlundu, ja, der... kann eigentlich als Breite, wie Kaderbreite bleiben erstmal, ne? Wobei, der kann auch verkauft werden. Und dann haben wir Burak Yilmaz. Ja, Yilmaz hat mich auch nicht überzeugt, ne? Der muss auch weg. Also ihr seht, da sind jetzt einige Leute auf der Liste. Das nächste, was ich jetzt mache, bevor ich überhaupt irgendwo hingehe, freie Spiele habe ich ja nicht umsonst hier scouten lassen, ne? Hier im Fedal, Vrijalko, sehr guter Mann. Skoruski, das wäre jemand, den würde ich auch sehr interessant finden fürs Tor. Ebenso Giacomo Bonaventura. Wir gucken mal hier weiter. Sind hier noch ein paar freie Spieler? Nee. Aber Skoruski könnte tatsächlich unsere Probleme gleich mal klären vom Pope, ne? Ist ein super Keeper. Bonaventura auch kein schlechter Mann eigentlich, ne? Vrijalko für die rechte Seite sollte Dingens halt gehen, ne? Wir gucken nur allgemein einmal kurz drauf, was es hier so gibt. Machen das aber mal echt immer so positionsbedingt, denke ich mal, ne? Wir gehen mal Torhüter. Guck ich einfach nur mal durch. Schauen wir einfach, was gibt es. Gibt es hier irgendwas Interessantes, wo man sagt, da kann man gleich zuschlagen. Aber sieht momentan nicht so aus. Der Skoruski ist aber schon ein interessanter Mann, um ehrlich zu sein. Aber sieht momentan nicht so danach aus, ne? Hier Luis, der war ja bei uns. Nee, da gibt's nichts, okay. Gehen wir mal Richtung Verteidiger. Machen wir mal so. Defensive Verteidiger. Gucken einfach nur mal durch, ne, ob sie irgendwas Interessantes für uns geben könnte. Leider ist halt die Dingens ein bisschen doof, diese... wie heißt das? Die Sortierung, weil man da immer nur nach Namen gehen kann. Und dann hört es irgendwann auf, weil es zu viele sind, was halt auch dumm ist irgendwie. Aber nun gut, das sieht aber jetzt auch nicht so danach aus, als wären hier irgendwelche krassen Spieler, ne? Farago. Naja, na gut, lassen wir es sein. Ich finde es eh doof mit diesem freien Spieler. Wir gucken mal in die Leihliste. Was gibt's da denn so? Gibt es hier irgendwem Interessantes, wo man gleich sagen könnte, oh, da will ich mir ein Auge drauf haben. Maldini, ja. Kann man sich ja einmal alles angucken. Falls hier doch irgendwas ist, wo man sagt, yes, den will ich. Ab finde ich jetzt auch nicht so interessant. Ziel ist natürlich der Wiederaufstieg, das sollte klar sein. Also ganz, ganz dringend der Wiederaufstieg, ohne Wenn und Aber. Hey, wisst ihr, was man gucken könnte? Ob Gareth Bale freier Spieler ist, der war ja mal bei Southampton, ne? Oder hat ihn Real echt noch verlängert? Das wäre ja richtig dämlich, wenn man überlegt, dass der so teuer ist. Der ist einfach bei Dortmund, Junge. Schade. Da hätte ich Bock drauf gehabt, Bale zurückzuholen, um echt zu sein. Der ist jetzt nicht der krasseste Spieler. Aber das wäre cool gewesen, so in der zweiten Liga Gareth Bale zurückholen. Warum eigentlich nicht, ne? Das wäre irgendwie schon cool gewesen.
Okay, Boomer Saar ist auf der Transferliste. Hier sind auch nie so gute Spieler drauf, ne? Auch interessant, das hier. Norwood, okay. Aber es sieht auch alles nicht so interessant aus. Babacar, ja, ist okay. Marvin Hitz, ja, auch gar nicht so ein schlechter Mann eigentlich, ne? Wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, da muss man halt schon gucken, ne? Was man da so genau macht. System ist halt auch nochmal so eine Frage, ne? Würde ich vielleicht sogar beibehalten. Gerade in Liga 2, da sollten wir mit einem 4-3-3 erfolgreich sein können. Ich finde das System nicht schlecht. Über außen haben wir so starke Leute, die immer wieder mit nach vorne kommen. Ja, in der Premier League haben wir oft aufs Maul bekommen, aber das sollte hier eher schon klappen, um ehrlich zu sein. Das sollte eher schon mal klappen, dieses Mal. Tabelle hier. Gehen wir mal kurz zum World Cup, ne? Würde mich mal interessieren, wie es da steht. Die sind gerade im Achtelfinale. Okay, Italien, Deutschland, Brasilien, Spanien, Niederlande und Co. Okay, Leute. Das ist auf jeden Fall erstmal so der aktuelle Stand. Wir haben auch hier wirklich Kohle ohne Ende, vor allen Dingen ein viel zu hohes Gehaltsbudget, so dass man wirklich sagen kann, man hat über 80 Millionen Leute. Ja, das ist halt, wenn du aus der Premier League kommst, das Ziel ist der Wiederaufstieg. Deswegen will ich auch investieren. Ich werde investieren mit Southampton. Gerne junge, gute Spieler. Ich werde nicht. Es sind auch übelst viele Spiele, ne? Ich will auf jeden Fall auch wieder aufsteigen. Es wird nicht einfach, weil die zweite Liga in England ist tough. Aber ich bin froh, dass ich weitermachen darf. Und wir gucken nochmal kurz die Ziele, bevor ich mich hier direkt mal verabschiede. Das ist ja auch logisch. Hier Ziele. Verpflichte über 2 Saisons mindestens einen Spieler deiner Jugendakademie in der ersten Saison und sorge in der Folgesaison für mindestens 50% Einsatzquote. Okay. Das kann man mit Wilson erreichen. Okay, Markenpräsenz. Verpflichte einen Spieler für die erste Mannschaftsposition Stürmer. Das machen wir auch. Verkaufe 2 Spiele und verpflichte 3. 5 von 5 beendet eigentlich, okay. Erziele über 2 Saisons einen Profit von 8 Millionen aus Verkäufen von Nachwuchsspielern, okay. Championship-Ligameister werden, das ist klar. Okay, Leute. Dann sieht das halt momentan so aus. Natürlich gehen wir auch noch kurz hier zum Jugendstab und gucken nochmal hier, was so geht. Ne? In diesem Jahr ist es auch echt so, dass da nicht zu viele krasse Talente kommen. Ne? Das war in der Vergangenheit eher so. England, dann haben wir hier ihn hier aus Wales. Den schicke ich mal. Ich schicke den mal nach. Wo kann ich dich mal hinschicken? Japan, komm. Versuchen wir es mal in Japan mit guten Talenten. Und ihn hier. Kann man da auch mal gucken, ob man nicht irgendwie so afrikanische Talente, sogar aus Ghana oder Nigeria. Machen wir ja sogar. Ägypten, Südafrika, Senegal gibt es leider nicht, ne? Dann gucken wir mal nach Algerien, komm, gucken wir nach algerischen Talenten. Haben wir mal in Afrika auch mal gescoutet, in Asien und eben in England, das läuft auch noch so. Das war's dann erstmal mit dieser Folge hier. Wir haben die Chance in der zweiten Liga alles besser zu machen. Gerne Vorschläge in die Kommentare für folgende Positionen. Torhüter gerne. Innenverteidigung vielleicht auch noch, muss man mal gucken. Außenverteidigung erstmal nicht. Zentrales Mittelfeld und für den Sturm vor allen Dingen. Aber keine hängenden Spitzen, weil da habe ich Redmond und Wilson, sondern wirklich vorne. Falls Adams geht und halt noch einen richtig guten Stürmerpartner für El Shaarawy. Ja, ich bin definitiv bereit, auch ein bisschen was zu investieren mit Southampton. Der Wiederaufstieg muss erfolgen. Noch ein Jahr zweite Liga ist teurer, als jetzt fett zu investieren. Ich melde mich fürs Erste ab. Ich hoffe, auch wenn es nicht erfolgreich ist, dass die Entwicklung euch gefällt und bye bye.